Tanzen macht nicht nur Spaß, sondern sorgt auch für körperliche Fitness. Und die möchte man auch noch bis ins hohe Alter und mit der einen oder anderen Bewegungseinschränkung haben. Es ist sehr wichtig, im Alter beweglich zu bleiben, um seinen Alltag selbstständig bewältigen zu können. Aber auch das Tanzen in einer Gruppe ist ein sehr starker sozialer Faktor, der uns natürlich hilft, immer fröhlich zu bleiben und den ganzen Alltag auch fröhlich bewältigen zu können. Das wissen auch die Senioren des Wohnparks Albert Schweitzer in Magdeburg. Damit sie trotz ihres hohen Alters das Tanzbein schwingen können, testen die Damen den Tanzrollator. Er ist das erste Ergebnis eines Projekts der Bewegungswissenschaftlerin Anita Hökelmann und ihres Kollegen Marcel Paty. An der Universität Magdeburg arbeiten die Wissenschaftler an ihrer Entwicklung. Der Tanzrollator besteht aus einem Stahlrahmen mit 4 kleinen Rädern, die sich in alle Richtungen bewegen können. Einer Feststellbremse, Armstützen und einer Bandage zur Hüftarretierung. An diesem Modell haben Anita Hökelmann und Marcel Paty 5 Jahre entwickelt. Wir haben natürlich sehr darauf geachtet, dass der Gebrauch des Rollators einfach gehalten wird. Das heißt, man stützt sich hier mit den Unterarmen ab, kann dann gegebenenfalls auf den Körperumfang die Hüftarretierung einstellen. Das geht auch recht schnell und kann dann, wenn man die Position eingenommen hat, lostanzen. Damit der Tänzer stabil steht und seine Bewegungen sicher ausführen kann, sorgen neben der speziellen Hüftarretierung auch Armstützen für den nötigen Halt. Das Gerät soll Tanzvergnügen ermöglichen, hat aber vor allem therapeutische Effekte. Bei regelmäßigem Training werden unter anderem Muskeln des oberen Rückens und des Rumpfes sowie der Waden und Oberschenkel gestärkt. Dadurch wird die Gangstabilität verbessert und die Gefahr des Stürzens kann auch ohne Gehhilfe minimiert werden. Im Moment befindet sich der Tanzrollator noch in der Testphase. Bis zur Serienreife entwickeln die beiden Wissenschaftler das Gerät kontinuierlich weiter. Erstmal soll das System natürlich ein weitaus hübscheres und gefälligeres Design bekommen. Des Weiteren wird ein Bremssystem eingebaut, ein automatisches, das Stürze verhindern soll. Es wird ein Sitzmechanismus integriert, der es dann auch ermöglicht, Übungen im Sitzen auszuführen. Die Bewohner des Pflegeheims sind aber auch vom jetzigen Modell schon begeistert.